Ja, und damit ein herzliches Willkommen zurück hier bei Sons of the Forest. Und wir sehen hier schon, wir haben Besuch. Wir sind nicht alleine. Das ist aber auch gar nicht mal so gut. Ich schaue gerade absichtlich noch nach rechts, denn ich kann gleich etwas präsentieren. Huch, da hat es ja gerade mehr anders geleckt, als wir es an den Tag geöffnet haben. Alles gut? Ja. Ich schau mal, haben wir noch Pfeile? Haben wir noch irgendwie? Oh ja, wir haben noch. Das sollte reichen. Dann mache ich jetzt einfach mal diesen. Ich glaube, haben wir ihn verschreckt. Ist halt mega doof im Dunkeln. Aber das Gute ist, dann sieht man hier auch gar nicht, was ich noch verheimlichen will für einen Moment. Hier sieht man eine Sache. Das habe ich, weil ich eine Session ohne Stream und ohne Aufnahme gemacht habe. Wir hatten letztes Mal ja Dachprobleme. Da habe ich ja den Holzscheit ein bisschen teilen müssen und so. Und da habe ich gemerkt, man kann noch was damit machen. Das zeige ich gleich mal. Jetzt versuche ich mal zu schlafen, in der Hoffnung, dass es geht. Ich kann nichts erkennen. Da hinten ist Kelvin. Hol mal hier mein Licht raus, aber wirklich helfen tut das gerade nicht. Es ist halt schon sehr dunkel, ne? Wo soll denn hier jemand sein? Hier hinten. Aber wo? Ich sehe ihn nicht. Kelvin, hilf mir. Wie geht's denn Virginia? Ist sie noch da? Die ist immer noch beim Wasser hinten. Vielleicht mal erzählen zwischendurch, es sind schon zwei Hotfix erschienen. Hotfixe. Hotfix, zwei einzelne Hotfixe. Zwei Hot... Ja, egal. Es sind zwei schon erschienen, die haben Kleinigkeiten behoben und sogar eingefügt, dass man jetzt wieder Sachen auf Tasten legen kann. Das bedeutet, man kann sagen, die Axt auf der 1, der Bogen auf der 2. Das funktioniert, das werden wir dann auch mal ausprobieren. Das ist schon ganz nützlich im Kampf, wenn man schnell wechseln muss. Der Rucksack war natürlich trotzdem ganz cool. Den gibt es auch noch. Also es funktioniert immer noch damit. Aber ich finde schön, dass sie das Alternative eingefügt haben. Recht schnell auch auf die Community reagiert in dem Fall. Und jetzt würde ich echt gerne wissen, wo dieser Typ ist. Ich versuche jetzt einfach nochmal zu schlafen. Vielleicht ist er jetzt ja weggegangen. Das ist schon echt nervig. Ich habe keine Ahnung, wo der ist. Da oben. Oder da läuft er. Okay, warte. Sekunde, ich mache jetzt mal ganz kurz diesen. Wieso kriege ich den nicht? Jetzt haben wir ihn. Man sieht einfach nichts, also keine Sorge, ich sehe nicht unbedingt viel mehr gerade. Außer ein paar Umrissen, auf die ich hier einschlage. Hier, viel Spaß damit. Kannst du bitte... Dankeschön. Puh, gut, das war der Kollege. Dann werde ich den jetzt mal kurz ins Feuer werfen. Bitte nicht, bitte nicht. Einfach nur schlafen. Was hat geklappt? Dankeschön. Ich speichere mal nochmal. So. Yep. Und jetzt. Der Moment der Wahrheit. Wenn er hier ein bisschen brutzelt für uns, zeige ich einfach mal, was hier so passiert ist. Man sieht hier schon, da sind ziemlich viele Holzlager. Die habe ich mal dahin gebaut, weil ich mit Kelvin zusammen hier ja das Haus wieder aufbauen wollte. Ich hatte ja nämlich das Problem, oder wir hatten das Problem in der letzten Folge, als wir das letzte Mal gestreamt haben, dass das Dach eingestürzt ist. Und die Balken ja erst. Das war das ursprüngliche Problem, dass die Balken nicht weggegangen sind. Deswegen habe ich das Haus dann angefangen abzubauen und das hat nicht wirklich funktioniert. Das sind dann Sachen in der Luft geschwebt, es gab bloß Probleme. Deswegen habe ich einfach aus der ganzen, aus dem Safe-File alle Sachen, die wir gebaut haben, gelöscht. Das war ja sowieso nur dieses Haus. Und habe dann einfach von vorne begonnen. Habe das nochmal quasi von null aufgebaut. Und jetzt der Moment der Wahrheit mit diesen zwei wunderschönen Vögelchen hier. Das ist es. Noch ohne Dach. Es ist noch nicht so weit. Da habe ich mal noch gewartet. Ich wollte es nicht so weit bauen. Ich habe einfach mal den ersten Teil schon gemacht und es hat lang gedauert. Ich glaube, 4 Stunden bin ich da dran gesessen. Und jetzt zeige ich es einfach mal. Wir haben... Sekunde. Ist es kalt? Ich glaube, er hat gerade seine Freunde gerufen. Das ist nicht gut.
Ich glaube, wenn die schreien, ist kacke. Okay. Auf jeden Fall. Wo waren wir? Bevor wir hier so böse unterbrochen wurden. Ich wollte mein Haus zeigen. Also hier. Wir haben jetzt einen Eingangsbereich, sieht man schon. Das wollte ich vorher ja eigentlich auch bauen. Das Problem war ja, dass ich nicht nach außen bauen konnte. Hier, da wollte er nicht mehr. Weil es irgendwie zu hoch war, das Gelände. Was ich dieses Mal gemacht habe, um das zu ändern. Ich habe draußen angefangen und habe dann ungefähr abgemessen, wie weit ich reingehen muss. Und habe dann meinen ersten Block hier platziert. Und habe dann zum Wasser hingebaut. So habe ich das gemacht, dass jetzt hier die Höhe auch kein Problem ist. Also hier haben wir jetzt so einen schönen Eingangsbereich mit, ja, später auch Überdachung. Da hätte ich mir gedacht, könnte man hier vielleicht so einen Drying Rack hinstellen für Essen. Und hier vielleicht auch noch irgendwas Schönes. Das ist dann einfach so der Eingang. Das wäre eine Möglichkeit. Hallo, hey. Und das auf jeden Fall schon mal hier. Dann in der Mitte so, das Gebäude an sich ist gleich geblieben. Das habe ich einfach wieder genauso gebaut. Hier sieht man schon, ist etwas Neues. Und zwar eine Rampe. Da geht es einmal hier so nach oben. Hier wird dann so ein kleiner Steg entstehen, wo man sich vielleicht hinsetzen kann ans Wasser im Sommer. Ein bisschen einfach genießt die Aussicht hier, ein bisschen chillt. Und dann kann man hier tatsächlich komplett rumgehen und hier wieder runter. Und ist dann im hinteren Bereich, wo hier auch wieder dieser, ja, überdachte Raum sein soll, in dem die ganzen Lagermöglichkeiten dann stehen. Das habe ich so gerüstmäßig auch schon mal aufgebaut. Auch hier mit einer Tür und hier mit einer Tür kann man auch reingehen. Hier ist auch eine Tür. Und diese Treppe ist schon mal provisorisch da. Die müssen wir ja nochmal abreißen, weil da muss ich was probieren. Aber an und für sich ist das so erstmal das Grundgerüst unseres neuen Hauses. Und ich würde sagen, das wird ziemlich geil, weil wir oben jetzt auch viel mehr bauen können. Wir können hier noch einen Block nach draußen gehen. Ich nenne es Blöcke. Ich weiß, es ist kein Minecraft, aber einen Stamm weiter nach draußen gehen hört sich nicht so gut an. Aber meinetwegen, wir können hier einen Stamm weiter nach draußen gehen. Und hier rein theoretisch dann später auch. Das heißt, wir haben ein richtig großes oberes Stockwerk, wenn wir das wollen. Und das wird schon ziemlich cool. Hast du schon durchgespielt? Na, noch nicht. Noch lange nicht. Wir waren ganz entspannt. Nice, sieht sehr gut aus. Dankeschön. Also ich habe einfach versucht, hier so ziemlich auf einen ähnlichen Stand zu kommen, wie wir vorher waren. Dass es jetzt halt nicht wieder von null gewesen wäre. Und ja, das war eigentlich auch ganz schön, muss ich schon sagen. So in Ruhe einfach mal zu bauen war doch schon sehr, sehr entspannend. Hat Spaß gemacht. Die Frage, die natürlich jetzt im Raum steht, ist, wollen wir die Treppe wieder genau hier haben? Dass man hier dann so hoch geht? Oder soll ich probieren, die an den Rand zu bauen? Das würde wahrscheinlich funktionieren, denn da bräuchte ich jetzt einen Baumstamm für. Ich nehme jetzt mal kurz den hier, ich leih mir den mal ganz kurz. Man kann aus irgendeinem Grund hier... Jetzt geht's wieder nicht mehr. Du wirst mich verarschen. Na. Jetzt ist es wieder gefixt. Gestern ging's noch. Da konnte man diesen Baumstamm hier hochheben, dass er nach oben geklappt ist. Aber jetzt irgendwie nicht mehr. Du, ein paar Freunde haben 2 oder 3 Tage gebraucht. Ich hassle ja aber auch nicht die Story so durch. Wir genießen das ja. Also nicht, dass ihr es nicht genossen hättet, aber wir spielen es auf ganz entspannt hier durch. Ja, ich sollte mich vielleicht erstmal, bevor ich hier irgendwas mache, um meinen Charakter kümmern, oder? Warte mal. Wir sind müde. Wir haben gerade geschlafen. Was ist passiert? Wir haben gerade eben geschlafen. Das werde ich nie verstehen. Also, wir ballern uns einen Energy Drink. Boom. Dann eine Feldration. Und dann probieren wir mal das mit den Zahlen aus. Jetzt gehe ich mal her und wenn ich jetzt hier 1 drücke, ist die taktische Axt auf der 1. Dann könnten wir den Speer rein theoretisch auf die 2 legen. Den Bogen auf die 3. Den auf die 4. Taschenlampe auf 5. Wir probieren mal. So. Das funktioniert tatsächlich. Und zwar problemlos. Das ist geil. Das freut mich. So. Ich gehe mal ganz kurz zu der Absturzstelle und wir gucken mal, ob es da noch ein paar Goodies für uns gibt. Und dann schauen wir bei dem Haus weiter und später natürlich auch wieder ein bisschen erkunden. Ich habe wieder Bock auf eine Höhlentour. Wäre schon sick. So. Hier gibt es keine Chance mehr. Munition, die nehme ich immer gerne. 2 Granaten. Ich musste auch eine Granate nutzen hier beim Gebäude. Da wurde ich von diesen... Ja, von Hans und Peter wurde ich da angegriffen, glaube ich, war es.
Das war sehr unangenehm. Der hat mich auch fast gekillt. Und dann musste ich eine Handgranate einsetzen. Oder war das, als ich geladen habe? Nee, ich glaube, da wurde ich dann legit gekillt und habe dann geladen, weil ich das nicht vorwegnehmen wollte, weil da auch Kannibalen rumstanden und so. Das war alles ein bisschen unlucky. Aber alles gut, man hat wirklich nichts verpasst oder so. Ich habe hier nur so einen Hans-Peter abgewehrt und ansonsten war ziemlich ruhig. Nur Kleinigkeiten. Und hat dieses Haus gebaut mit viel zu vielen Baumstämmen. Ja. So, wir schauen mal kurz hier vorne. Wo kommt er denn her? Wir nehmen mal die Maske aus. Also ich habe bis jetzt gemerkt, wenn man... Ja, jetzt läuft er weg. Das hat funktioniert. Das Problem ist nämlich, wenn man ihn rangehen lässt und er wirklich vor einem steht, dann schaut er einen so ein bisschen fragend an und fängt dann an anzugreifen. Ich glaube, dann durchblickt er nämlich, dass ich nicht echt bin. Dass ich kein, ja, echter Maskenträger bin, nenne ich es jetzt mal. Ich glaube aber, der hat es eh schon durchblickt. Ja. Schlecht. Egal, dann gehen wir erstmal ein paar Meter. So. Wo Virginia wohl gerade ist. Die können wir jetzt hier echt gut gebrauchen. Mit der Knarre. So. Aber ich bin echt happy, wie das Haus jetzt geworden ist. Ich war wirklich... Demotiviert ist ein guter Begriff, um es auszudrücken. Ich war wirklich sehr demotiviert, als das alles nicht funktioniert hat, da letztes Mal. Da habe ich einmal ein bisschen durchschnaufen müssen und ich glaube, das war eine gute Entscheidung. Weil da soll echt nicht die Luft rausgehen aus dem Spiel. Ich habe da schon echt viel Bock drauf. Aber sowas kann es halt dann schon ein bisschen dämpfen, wenn da irgendwas richtig schief geht. Aber alles hinbekommen. Alles gut. Jetzt muss man nur noch irgendwie Türen absperren können. Dann ist alles in Ordnung. Guck mal, was da hinten kommt. Das sind 4 rote Männer. Oben läuft noch ein Dicker mit einer Keule. Dann haben wir hier noch kleine rumlaufen. Was ist das für eine Belagerung? Was ist hier los? Die dürften mich ja eigentlich nicht sehen. Oder? Calvin, ich glaube, du solltest dich auch verstecken, mein Guter. Bleib hier versteckt. Versteck dich, Junge. Wir warten es jetzt einfach ab, genau. Mach's mir nach. Nein, nicht wieder aufstehen. Genau. Die gucken sich jetzt auch erstmal die Bude an. Die wollen auch das schnieke Haus sehen. Aber das ist gar nicht gut. Ich glaube, hat er uns gesehen? Nee. Er hat uns gesehen. Wo kam er denn her? Alter. Okay. Wir haben noch Mutantenrüstung gelootet. Die ziehe ich jetzt auf jeden Fall an. 2 Stück. Die Knochenrüstung würde ich jetzt erstmal sammeln. Ich mische die jetzt erstmal nicht mehr, weil letztes Mal war dieser Bug, dass wir unverwundbar waren aus irgendeinem Grund. Das war sehr interessant. Essen könnten wir noch, ist egal, passt schon. Du bist ja echt der Letzte. Hä, das war durch und durch. Hier, viel Spaß damit. Gib mir den Pfeil, gib den Pfeil, gib den Pfeil. Ich brauche den Pfeil, Junge. Dankeschön. Wir verteidigen jetzt unser Zuhause. Die Roten, die sind so eklig, die nackigen Männer hier. Vor allem, wenn man nicht trifft. Boah, ich bin heute mal wieder ein richtiger Profi. Man merkt schon, ich habe gerade Battlefield gestreamt. Da bin ich dann immer einfach im Aim. Die Maschine lebt. Ich habe keine Pfeile mehr. Was soll ich tun?
Die Pistole können wir nicht nutzen, oder? Da habe ich ja keine Munition für. Ja, Schrotkugeln, Flintenlaufgeschosse hätte ich schon Bock, die zwei Waffen zu kriegen. Wir könnten eine Nade benutzen, rein theoretisch. Muss aber nicht. Seilfallen fehlen mir auch noch, dass wir so eine Falle machen, wo die am Baum hochgezogen werden oder so. Das wäre noch sick. Gab's ja im ersten Teil. Ich nutze einfach mein Kreuz. Ne, das haben wir ja schon oft genug versucht. Ist vielleicht in den Lederbeuteln was drin. Wir heilen auch nicht. Warum heilen wir nicht? Jetzt heilen wir wieder. Ja, die Knarre ist leer, ne? Ja. Das ist ein kleines Problem. Vielleicht so? Aber das ist halt auch richtig Arsch. Oh. Oh, es ist Arsch. Das ist halt... Wer hat sich das denn ausgedacht? Guck mal, was da kommt, Mann. Das ist schon anders. Okay, das sollte down sein. Wir chillen jetzt erstmal, okay? Okay, das soll es mit ihm gewesen sein. Wieder einer down. Wir machen das jetzt einen nach dem anderen. Ich bin hier gerade ein bisschen... Bisschen und... Oh Gott. Stich dich ab. Alter. Wo er angesprungen kommt. Also der Speer ist bis jetzt echt noch gut. Der läuft ganz gut. Die roten Kerle geben so ein wenig Attack on Titan Vibes. Ich mache euch alle echt extrem unglücklich, ne? Es tut mir so leid. Aber ich glaube, dass ich das noch nie gesehen habe. Es tut mir leid. Ich weiß, ich bin eine Enttäuschung. Mal meine Pfeile wieder einsammeln. Halb so wild. Ich habe vieles, was ich noch nachholen muss. Ich habe ihm gerade ins Auge gestochen, ne? Bruh. Bist du auch Nachzügler gewesen? Puh. Ich höre doch hier noch jemanden, oder? Na. Mit seiner kompletten Mutantenrüstung, weißt du? Alter. Wo ist Calvin? Ich habe ihm ja gesagt, er soll sich verstecken, aber er ist jetzt schon ordentlich weit weggelaufen. Ich guck mal ganz kurz. Vielleicht geht's ihm ja nicht gut oder so. Vielleicht hat er sich verletzt. Calvin allein im Wald. Ich dachte, er ist jetzt wieder Mutant. Er versteckt sich hier. Oh. Brav machst du das. Aber du darfst mal wieder nicht hier bleiben, sondern. Kann ich dir auch sagen? Nee. Du folge mir. Ich bring dich nach Hause. Ja? Okay.
So, Virginia würde ich auch gerne mal wieder treffen. Ich habe bloß gerade mal ein bisschen auf der Karte geguckt. Da sind ja auch Wege eingezeichnet. Weil hier zum Beispiel endet ja jetzt der Weg. Aber da ist nichts Besonderes, ne? Der führt hier hin und endet. Also jetzt nicht wirklich. Da ist jetzt nicht wirklich irgendwas versteckt. Okay, wir gehen wieder nach oben. Wir machen auch gleich mal dann einen Ausflug zum 3D-Drucker auf jeden Fall, um wieder Pfeile zu holen. Und dann würde ich erstmal gucken, dass wir vielleicht am Haus weiterbauen. Das wäre vielleicht erstmal ein Plan, hätte ich Bock. Und dann gucken wir weiter. Ich hatte auch, als ich das alles hier deleted habe, habe ich auch die Bäume nochmal zurückgesetzt. Weil ich meine, ich habe da nochmal von Null angefangen im Endeffekt beim Bauen her. Deswegen war das, glaube ich, auch okay. Und jetzt würde ich halt erstmal warten, bis es wirklich richtig nervig wird, dass man da zu weit laufen muss. Und dann würde ich sie wieder resetten. Und ansonsten erstmal chillen. So, mein Guter. Du. Man kann nämlich noch was Cooles machen, das habe ich auch noch nicht gezeigt. Ich habe ja hinter mir diese Lager gebaut für Baumstämme. Und wir können mir jetzt sagen, hol Stämme und nicht fallen lassen oder mir geben, sondern Behälter füllen. So. Das bedeutet, er geht jetzt her, fällt Bäume, sammelt die Stämme und bringt die hier in diese ganzen Behälter und füllt die so auf. Und das ist schon wirklich sehr cool. Ich mal kurz hier. Also wenn das jetzt gefixt ist, dann würde ich das eigentlich lassen. Gut. Der kann auch weg. Was ist hier? Oh nein, meine Tür ist verbuggt. So, jetzt gefixt. Ich würde sagen... Oder? Wenn die Treppe so mitten im Raum ist, ist ja eigentlich okay, weil wenn man nach oben geht, dann hat man ja hier nach links und rechts noch ein bisschen Spiel. Das Problem, was wir vorher hatten, ist ja dann nicht mehr. Und dann hat man hier noch so ein bisschen Platz nach vorne für ein schönes Schlafzimmer. Ich würde sagen, so. Hey. Ich würde bloß mal ganz kurz zugucken. Er hat keine Animation am Baum, ne? Aber ich würde sagen, das machen wir mal so. Ist es verbuggt oder warum dauert es bei ihm so lang? So, und jetzt geht er her. Ich meine, das haben wir ja schon oft genug gesehen. Holt sich den Baumstamm und läuft dahinter. So. Und eine Sache habe ich gelesen, die will ich heute auch ausprobieren, eventuell, wenn es geht. Achso. Doch, das geht. Das geht. Alles gut. Da müsste ich nämlich diesen hier platzieren. Dann hier diesen. Jetzt kann ich den hier entfernen. Das ist nämlich ein Problem gewesen. Ich darf hier kein Verbindungsstück reinbauen, aus irgendeinem Grund. Ich habe keine Ahnung warum. Das ist noch ein bisschen doof. Kriegen wir aber auch hin. Ja, dann soll es nicht scheitern. Ich mache jetzt erstmal diese Treppe weiter. So. Ich hätte sogar eine Idee, man könnte hier so eine Art Geländer anbauen. Dass man hier unten einen hoch oder so, oder vielleicht so ein bisschen höher. Und hier oben auch und dann dazwischen den Baumstumpf laufen lässt. Das könnte rein theoretisch gehen. Mal schauen. Oder hier so einen, aber ich glaube, das ist fast schon zu hoch für ein Geländer. Müsste ich mal, ich habe hier draußen, habe ich die aufgestapelt, um sie zu speichern, weil wenn man das Spiel schließt und neu startet, dann sind alle Baumstämme oder halt lädt, dann sind alle Baumstämme, die einfach so rumliegen und nicht verbaut sind, weg. Die werden leider nicht gespeichert. Ein bisschen unlucky. Das ist doch eigentlich ganz geil. Da hat man hier so ein Geländer, oder? Dann geht man hier so hoch. Oder soll ich es ein bisschen niedriger machen? Jetzt probieren, wenn ich hier noch. Hier.
Jetzt wäre natürlich noch geil, wenn das hier vorne noch so ein bisschen angedeutet ist. Ich weiß nicht, ob das zu hoch ist. Aber angenommen, ich mache das mit einem ganz kleinen. Also den hier nochmal halbieren. Das könnte ich ja mal schnell machen. Hallo Bambi. Schön, dass du da bist. Das mit der Hotleiste ist jetzt eigentlich schon echt sehr geil, dass man das so schnell machen kann. Ich baue mal auf der einen Seite das mit kleineren und auf der anderen mit größeren, um mal einen Vergleich zu haben. Dann sehen wir es mal. Ah, ich glaube, das ist es nicht. Nee, nee. Könnte man auch machen, aber... jetzt weiß ich es halt nicht. Meinung? Frage in den Chat. Rechts oder links? Man könnte natürlich noch überlegen, links könnte man vielleicht jetzt noch mal eins draufsetzen. Würde das gehen? Nee. Okay, also es ist wirklich rechts oder links. Das eine oder das andere. Ich tendiere persönlich vielleicht eher in die höhere Richtung hier. Rechts. Ja. Ja, doch. Also. Dann muss die Decke, müsste aber passen. Ja, das sollte schon hinhauen. Mal gucken, wie das so wird. Dann kann ich aber immerhin gleich mal was zeigen. Das sehe ich das Ding nochmal ganz kurz. Sekunde. Und du. Komm mal ganz kurz hier hin. Machen wir mal diesen. Und zwar, jetzt haben wir ja hier, ich mach das jetzt mal hier auf dem Eis, da sieht man das ganz gut. Das ist das Kleinstmögliche, was man aus einem Balken rauskriegen kann, aus einem Stamm. Und damit kann man jetzt ja noch nicht so viel machen. Aber wir können das jetzt nochmal halbieren. Boom. Und hier auch. So. Das stand ja in unserem schlauen Büchlein, das haben wir auch mal gelesen. Warte, wo war's? Hier. Verstärktes Feuer. Irgendwo stand das, ich finde es. Sekunde, Schädellampe. Wir werden es finden, einen Moment. Ganz professionell jetzt natürlich hier nicht aufzufinden. Da, Feuerholz. Einmal in der Mitte halbieren und dann abhackeln. Oder man macht es halt so. Und dann stapeln. Und Feuerholz können wir eben beim Lagerfeuer benutzen. Achso, falsche Taste. So. Das sieht man ja auch hier hinten. Da habe ich jetzt quasi ein ganz normales Lagerfeuer mit Stöcken gehabt, einen Stein außenrum. Und da konnte man dann dieses größere Holz als große Scheiten noch mit reinlegen, zwei Stück. Und dadurch ist das Feuer noch ein bisschen stärker und größer. Das werden wir hier in meinem Haus dann auch noch machen. Das Feuer ist ja nicht für immer hier. Aber das andere Coole ist, man kann hergehen und die platzieren, um sie zu lagern. Also wirklich so ein Feuerholzstapel. So, warte mal. So ein bisschen drehen und boom. 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 Und dann macht man sich hier so einen kleinen Stapel und kann hier jederzeit hergehen und nimmt die dann raus und macht sein Feuer. Das ist schon sehr cool. So. Das wollte ich einmal zeigen. Und jetzt wieder zurück zur Treppe. Wie läuft's denn bei Kelvin gerade? Ah, der schleppt hier hinten. Also das ist halt so eine Kleinigkeit. Meiner Meinung nach gab es die im ersten Teil nicht. Und das ist schon sehr cool dann. Okay, wir wollen hier noch die Treppe fertigstellen. So. Die unterste Stufe müsste, glaube ich, nicht sein. Ja, die bräuchte es nicht. So. Nein, 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 nein. Es ist lieb von ihm. Es ist sehr lieb von ihm. Ah. Ein besonderer Kollege, der Kelvin.